Hi, ich bin Christoph und ihr seid auf dem Videokanal der Brettspielbox. Heute ist mal wieder Zeit für eine neue Kolumne. Es gibt diesmal sogar zwei Themen. Bleibt dran, viel Spaß. Ja, wie immer aber erstmal Rückblick auf die alte Folge. Da ging es ja um das Thema Online-Spielen. Habe verschiedene Plattformen andiskutiert, besprochen und ihr habt auch wieder sehr, sehr intensiv in den Kommentaren mitdiskutiert. Vielen Dank dafür. Vier Punkte möchte ich nochmal raushalten, warum eigentlich das Thema Online-Spielen, insbesondere auf BG, also Board Game Arena, BGA, wird es ja glaube ich abgekürzt, aber eben halt auf Yucatan oder Brettspielwelt sicherlich sinnvoll ist oder gut ist. Einmal, um die räumliche Trennung zu überwinden, so wie das ja auch bei Tim und mir ist. Das heißt, mal mit Leuten spielen, die man nicht so häufig im Jahr sehen kann, wo sich einfach diese Gelegenheit auch nicht ergibt. Das ganze Thema der Administration ist definitiv ein großer Vorteil, eben halt ja, Punkte zusammenzählen, auch den Überblick über die Punkte zu haben, das wurde auch von euch genannt. Was ich nochmal sehr spannend fand, ist das Thema Regeln lernen, vor allen Dingen konform des Regelbuchs lernen, denn natürlich ist das mit einer gewissen KI hinterlegt und die lässt halt eben keine Fehler dazu. Von daher ist es gerade vielleicht für die Anfangspartien auch gar nicht so verkehrt, das mal online auszuprobieren, um eben halt hier möglichst keine Regelfehler reinzubauen. Da hatte ich gar nicht drüber nachgedacht, aber ein cooler Punkt. Und natürlich das Thema Spiele ausprobieren. Neue Spiele, die man vielleicht überlegt, sich zuzulegen, zu kaufen, ist hier natürlich perfekt, das tatsächlich für sich mal in Ruhe auch ausprobieren zu können. Bei so viel positiven Sachen muss man natürlich aber auch, und das habt ihr auch in euren Kommentaren so dokumentiert, natürlich auch sagen, es gibt halt auch das eine oder andere, was nicht so optimal ist. Zum einen das Gesellige, was halt total verloren geht oder weitestgehend verloren geht. Denn ein reales Spiel, das ist schon irgendwo was anderes, dem anderen tatsächlich auch ins Gesicht zu gucken, Haptik etc. Und was auch der eine oder andere genannt hatte, Tabletopia ist halt vom Gefühl des Umgangs halt doch eher etwas aufwendiger, nicht so optimal gelöst wie beispielsweise Board Game Arena. Ja, also, das waren so eure Kommentare, da nochmal vielen Dank. Und gewonnen hat hier das Rambazamba, die Daniela Henning. Da bitte Kontakt mit mir aufnehmen, ist leider letzte Woche nicht passiert, deswegen geht das Spielepaket von der letzten Woche nochmal heute in die Verlosung mit hinein. Ist halt so, hatte ich ja bekannt gegeben, eine Woche warte ich und wenn dann sich nicht jemand bis Sonntag meldet, also deswegen bitte bis Sonntag melden, dann geht es halt in das nächste Paket hinein und das wird dann dementsprechend ein Stück weit größer. Ja, und dann kommen wir halt zu den zwei Themen. Ein zweites Thema ist jetzt noch vorgeschaltet, weil das relativ aktuell gerade reingerutscht ist. Aber ich dachte, A, kann ich es hier nochmal mit besprechen, B, aber auch meine Gedanken dazu äußern. Und zwar ist heute, also ich nehme das Ganze immer einen Tag vorher auf, also heute oder aus der Perspektive des Blicks oder des Guckens dann gestern bekannt gegeben worden, wer der Content Creator für den März Verlag ist, beziehungsweise für die internationale Spielmesse. Die Wahl ist auf Simon Krause gefallen. Den kennt vielleicht der ein oder andere von seinem Kanal Bradman oder früher Symbio, als er das noch mit dem Björn Keller oder Kellner zusammen gemacht hat. Die haben sich ja dann nicht getrennt, aber so ein bisschen aufgesplittet. Der eine ist, glaube ich, mehr in dem Cthulhu-Bereich unterwegs. Also Bradman war oder ist der Kanal von Simon und der hat da zumindest heute erstmal bekannt gegeben, dass er diesen Kanal ruhend lässt oder weniger macht. Also so ganz klar war das mir jetzt nicht. Ich glaube, es ist eher ruhend, nicht aufgebend, aber zumindest ruhend, weil er eben halt den Hauptfokus jetzt als Content Creator für den März Verlag oder die internationale Spiel legt. Die hat ihren eigenen YouTube-Kanal, den kann man halt auch abonnieren. Und dort soll wöchentlich jetzt ein Video herauskommen mit Inhalten rund um das Thema Messe Essen Spiel 2022. Natürlich wahrscheinlich auch noch Facebook, Instagram, da sind mehrere Kanäle eben halt zu bedienen. Die Spiel ist ja da mittlerweile auch etwas breiter aufgestellt.
Ich frage mich persönlich, was jetzt alles da kommen soll. So ganz alles wird jetzt noch nicht erzählt. Sicherlich ein Blick hinter die Kulissen, das ist immer spannend. Wie wird so eine Messe halt vorbereitet? Gerade im Hinblick dann, wenn wir im September, Oktober sind, kann man natürlich schon mal Aussteller zeigen. Gerade vor Ort dann ab Montag, wenn der Messeaufbau dann beginnt, natürlich eben mehr oder weniger tagtäglich aus den Messehallen dann berichten und gucken, was passiert da gerade, wer hat wo seinen Stand, schon mal Hallen durchgehen, sicherlich Veranstaltungen vorstellen, wie den Educators Day oder was auch immer da alles noch geplant sein wird. Wissen wir alles noch nicht wegen Corona, wie am Ende dann die Messe vonstatten gehen wird. Aber was wird da noch mehr sein? Ich bin mal sehr gespannt drauf, was jetzt die beiden, also die Dominik und der Simon, sich da ausgedacht haben. Denn ich muss auch ganz ehrlich sagen, mir hat bisher jetzt nicht dramatisch viel gefehlt, denn das Informationsmaterial kam halt auch ganz gut von anderen Kanälen. Die Julia mit den Interviews von Spiel doch mal etc. Also da war schon einiges da. Bin mal gespannt, wie das Ganze jetzt dort noch umgesetzt wird. Ich wünsche dem Simon auf jeden Fall viel Spaß, viel Glück da auch in seinem Job. Und wird auch euch mal fragen, weil das war die Frage, die auch unter dem Video stand, was erwartet ihr euch von dem offiziellen Kanal? Was wünscht ihr euch dort? Was braucht ihr an Informationen rund um das Spiel? Und vor allen Dingen, was braucht ihr auch jetzt beispielsweise in den Videos? Was sind da so Sachen, die ihr da euch ganz gerne wünscht? Ich sag mal so ein, ja, mindestens ein halbes Jahr vorher. Also das würde mich A mal interessieren, B, glaube ich, hilft das aber auch den Machern des Content-Kanals der Spiel weiter. Ich verlinke das Video halt auch, das offizielle, sodass ihr das gegebenenfalls auch bei denen noch drunter schreiben könnt. Ja, das war so das erste Thema, weil ich es halt gerade spannend finde, dass dort eben halt ein ja, Content-Creator explizit eingesetzt wird. Zweites Thema, Klassiker. Das zweite Thema ist ja ein Thema, was ich noch auch als To-Do habe. Ich habe euch ja versprochen, ich werde noch eine Top-Liste der sogenannten Hidden Games, also der weniger bekannten Spiele, aber auch trotzdem guten Spiele schicken oder fertig machen, die 2011 und älter sind, also jetzt gute 10 Jahre auf dem Buckel haben. Möchte aber ganz gerne euch auch dort mit beteiligen. Es gab ja schon ein Video, verlinke ich auch nochmal ganz gerne, wo eben halt ich so eine Top-Liste gemacht habe der Spiele, die schon 10 Jahre und älter sind. Aber ich würde ganz gerne in dieses Top-Hidden Games auch eure Liste mit hineinpacken. Also es ist wahrscheinlich nicht vollends repräsentativ, gar keine Frage, aber 50 Leute sind ja immer dabei, die hier in den Kommentaren mit aktiv sind. Das freut mich auch riesig. Also schreibt doch mal bitte eure Top 3. Das macht bitte auch 1, 2, 3, weil ich dann dementsprechend Punkte vergeben kann, um dann so ein kleines Ranking zu machen. Also was sind eure Top 3 Spiele aus dem Jahre 2011 und älter? Also dementsprechend ältere Spiele, nicht älter Richtung 2012, 13, sondern 2011, 10, 9 etc. Eben halt, was sind da eure Spiele, die auch immer noch ganz gerne auf den Tisch kommen, die ihr für gut befindet. Ich selber bastle, wie gesagt, eben halt an dieser Liste, die wird rund um Ostern erscheinen. Dann habt ihr da auch nochmal das Versprochene, was hier auch teilweise so in meinen Regalen schlummert, wo ich für mich sage, die sind immer wieder noch gut. Und das bringt mich aber eben halt zu diesem zweiten Thema, Klassiker. War auch so ein Thema mit der Regalbestückung, über das wir jetzt vor 2 Wochen gesprochen haben. Diese Idee, sich tatsächlich ein Regal hier irgendwo oder zumindest einen Teil des Regals zu sichern, wo man eben seine persönlichen Perlen hat, wo man sagt, jo, das sind Spiele, die ich immer mal wieder gerne auf den Tisch bringe. Und eigentlich müsste ich sie präsenter auch vor mein Auge führen, damit ich sie tatsächlich auch auf den Spieltisch hole. Das werde ich definitiv machen. Da ist jetzt schon ein bisschen Platz geschaffen, sodass da ja, neue Spiele Einzug halten werden oder vielmehr alte Spiele Einzug halten werden, um sie eben halt für mich auch vor Augen zu führen. Denn wir haben ja immer den Drang und als Rezensent oder so Neuheiten zu spielen. Wenn man sich mit News beschäftigt, sich mit neuen Spielen beschäftigt, dann kann es eigentlich nur neu, neu, neu sein. Und ich finde es teilweise sehr, sehr schade, dass bestimmte besondere Spiele so hinten herunterfallen.
Denn die haben ja ihre Berechtigung und einige sind sicherlich gealtert, gar keine Frage, aber es gibt halt auch eine Menge anderer Spiele, die definitiv nicht gealtert sind und es wert sind, halt herausgeholt zu werden. Und deswegen wird es nochmal ein zusätzliches Video im Monat geben. Es wird kein langes Video sein, sondern ein kurzes Video, wo ich sag mal, einen Klassiker des Monats dann vorstelle. Das sind dann Spiele, die tatsächlich auch etwas älter sind. Da möchte ich nochmal ein bisschen dezidiert drauf eingehen. Ich werde dann diese Spiele auch im Vorfeld tatsächlich auch nochmal spielen. Das ist dann mein positives Goodie, in den Genuss des Spiels halt zu kommen. Und ich sag mal, das Spiel dann dementsprechend halt vorzustellen und auch ein Gefühl zu übermitteln. Ist das Spiel gut gealtert? Kann man es auch immer noch spielen? Oder ist es einfach nur eine gute Erinnerung und das Spiel gehört tatsächlich nicht mehr unbedingt auf den Spieltisch? Ich vermute mal eher Ersteres, aber ich möchte das ganz gerne für mich halt da nochmal unter die Lupe nehmen. Ja, und das ist auch so ein Thema, was ihr gerne auch in den Kommentaren noch mit schreiben könntet. Geht ihr noch tatsächlich in die alten Klassiker rein? Habt ihr so ein paar Spiele, die trotz des Neuheitenwahns, wo jedes Jahr, ja, ich sag mal, mehrere Dutzend, also bei mir jedenfalls, neue Spiele hier auf den Tisch kommen, überhaupt noch eine Daseinsberechtigung haben oder überhaupt, ja, ich sag mal, in Form einer Liebesgeschichte überhaupt noch Berücksichtigung finden, die alte Liebe, oder geht es nur um das Neue und eben was da jetzt gerade so halbmäßig neu auf den Spieltisch kommt. Wie geht ihr damit um? Auch das fände ich cool, wenn ihr das mir mit beantworten könntet. So, ich hatte ja gesagt, leider hat die Person sich nicht gemeldet, die letzte Woche gewonnen hat. Das heißt, Snowware Exacto, das 5211 geht wieder in die Verlosung hinein und ich packe noch das Beinhaus von Zedlak mit dazu. Damit haben wir dann hier vier Spiele, auf die ihr euch bewerben könnt, in Anführungszeichen. Das ist ja keine Bewerbung, sondern indem ihr einfach teilnehmt, um eben halt da ja eure Kommentare zu lassen. Ein gespielt mache ich heute jetzt nicht. Ich hatte ja jetzt erst am Wochenende das Best of Frühjahr 22 Familienspiele und werde noch mal morgen dann auch das Kennerspielthema, Entschuldigung, Donnerstag das Kennerspiel, Expertenspiel Best of mit rausbringen. Das wird mir sonst alles ein bisschen zu viel. Nächste Woche gibt es wieder ein klassisches Gespielt, dann auch in der Kolumne. Und ansonsten wünsche ich euch eine tolle Woche. Es sind ja noch ein paar Tage, die vor uns liegen. Und genießt die Zeit bis spätestens Donnerstag oder am Freitag dann zu den News. Macht's gut. Bis dahin, euer Christoph. Tschüss.